Ihr Lieben da draußen, Medieval Dynasty geht weiter und wir sind unterwegs nach Skauki. Da. Der Griff ist schon da, der wartet nicht mal, der läuft einfach durch. Ja, ich muss in Bewegung bleiben, ist kalt. Wir wollen Hühner kaufen. Großes Projekt heute. Hühner. Hühner. Können wir Omelette machen. Wir können aber nicht schlafen gehen, sonst sind wir wieder in der Stadt, ne? Ich glaube, schlafen kannst du nur die Jahreszeit. Aber es wechselt doch die Jahreszeit dann, glaube ich, oder? Nee, guck doch oben, ist noch die Hälfte. Ach, stimmt ja. Ich habe das vergessen, dass es da oben steht. Ich spiele so viele Spiele. Ja, das ist echt ein Problem. Ja, ich versuche auch mal eine Rolle zu machen, um nach vorne schneller zu gehen. Ich verstehe so nicht die Leute, die Entwickler, warum man ein einheitliches System nicht beibehalten. Bist du in den Häusern gewesen oder bist du direkt zum Händler? Nein, nein. Ich würde doch nicht sowas tun. Achso. Ich finde das ja echt. Da hinten sehe ich ein Reinrennen, wie so mit dem Kopf durch die Tür. Klatsch. Türe wird aufgesprengt mit dem Kopf. Oh, ist ein Huhn. Mit dem Kopf durch die. Hello there. See you soon. Ich bin aber echt enttäuscht. Die Leute haben einfach nichts mehr heutzutage. Das finde ich auch ein wirklich arm. Unding. Keine Wertsachen, nichts. Unding. An was denkst du zur Zeit? Was denkst du? Wo finde ich? Könntest du mir bitte. Wo finde ich Wildtiere, Nutztiere? Wo finde ich Hühner? Hühner. In Skauki. Ich weiß das. Du bist ja auch gerade in Skauki, alle. Zeig mir doch einfach der. Oh, die junge Strohdoof, die alte. Ja, ich bin eigentlich hier. Dorfmatratzen. Wahrscheinlich hier oben. Hier sind die Hühner. Du musst ja nur hingehen und dann kaufen drücken. Auf das Huhn? Da. Henne, Weibchen, kaufen. Ah. Dann nehmen wir einen Hahn, oder? Ja, und drei Hennen. Ich nehme mal eine weiße Henne. Okay. Eine dunkle? Ah. Wie kann ich die kaufen? Ist wahrscheinlich zuweisen an dem Tierstall oder so. Oh, die haben hier Küken. Okay, dann. Küken schreddern. Stimmt, wir können auch Küken direkt nehmen, ne? Ja. Nee, das sollen die selber machen. Hast du eine gekauft? Du hast einen Hahn gekauft, ja? Einen Hahn, ja. Ich habe eine weiße gekauft. 45. Eine weiße. Wie viel hat die gekostet? 45. Achso, ich wollte gerade sagen. Liegt ja keine Eier. Hier ist noch ein dunkles. Ich nehme auch noch eine. Finde ich auch ganz nett. So. Ach Gott, nett, ja? Hast du mit dir gesprochen vorher? Ja. Hallo? Na, alles gut? Ach, ich nehme mir noch ein bisschen mehr mit. Henriette? Ja, ich nehme die mit. Ist egal. Sagst du zu deiner Frau? Ja. Wenigstens. Das Gag hat ja genauso viel. Hast du eigentlich die Ruine da hinten gesehen auf der anderen Seite vom See? Ich hab die nämlich nicht gesehen. Geh ich mal hier hin. Warte, komm, ich komme mit dir mit, aber lass mich ganz kurz was verkaufen. Nein. Lass mich doch mal mitlooten, Mann. Nein. Jagdgebiet entdeckt Ente. Auf der anderen Seite ist auch noch ein Lager. Quack, 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 quack. Wo bist du denn? Wo ist denn irgendwann dieses Lager hier? Wo ist die Ruine? Ich bin der Erste. Ach Gott, der Psycho, der Kopf aus dem Wasser raus. Junge, ey. Hier ist eine Anlegestelle für einen Barsch. Angestelle, nicht Anlegestelle. Ja. Dann mach mal, ne? Ja, viel Spaß. Und was gefunden? Axt, Fischbeere. Eine Panflöte. Ehrlich? Mhm. Cool. 120 Münzen. Ja, ich brauche ja nicht mehr dahin gehen. Du hast ja schon alles weggelootet dann. Hoffentlich. Ich glaube, es ist auch echt nichts mehr da.
Die Beutel, die Behälter, die waren alle leer schon. Oho! Oh, kann man irgendwie... Das ist ja cool. Wie kommt man denn da hoch? Kommt man zu mir? Siehst du mich? Ja. Hier kann man hoch. Da oben, ich bin jetzt gerade einfach den Berg hier hochgelaufen, um zu gucken. Von da oben muss man eine tolle Aussicht haben. Du weißt ja. Vor allem nur dein Kopf. Mein Kopf? Ja, von mir hüpft nur ein Kopf wegen der Renderdistanz. So. Ich komme gleich, da hinten ist noch ein kleines Lager. Will ich erst noch ein Loop. Nee, aber ich habe hier oben eine Mine gefunden oder eine Höhle. Das weiß ich jetzt nicht. Eine Bärenhöhle. Jetzt weiß ich, was das ist. Da hatte doch jemand gesagt: What is this place? Was ist das für ein Ort? Jetzt, wenn ich hier, als ich hier bin, nee, dass ich hier bin, möchte ich hier nicht rein. Okay, es ist nur eine Höhle mit Salz drin. Mit Salz, okay. Ein ganz kleines Höhlchen, ganz, ganz kleine. Ja, also dieses kleine Lager da war auch gar nichts. Es sind nur drei Salzadern und die mache ich gerade mal ab, okay. Wenn ich einmal da bin. Schade eigentlich. Es war jetzt, guck mal, siehst du mich hier oben? Ich stelle mich mal hier an die Kante. Ich weiß nicht gerade, wo du bist, auf welcher Seite. Ich bin wieder bei dieser Ruine. Ah. Nee. Was? Nicht. Fand ich eigentlich gerade nett. Die Aussicht von der anderen Seite, da hast du so riesengroße Höhlen in der Wand. Und was war? Salz. Six. Salz. Geh ich mal in den Supermarkt, krieg ich Salz. Oh ja, schöne Aussicht. Wo bin ich denn hier eigentlich gerade auf der Karte? Ganz am Rand. Ich bin ja auch den Berg hier hochgekraxelt. Ich will jetzt auch irgendwas bekommen dafür. Oh Mann, toll. Hat mich jetzt zurückgeportet. Bin rausgelaufen aus der Garde. Da unten ist ein Fuchs. Den kriege ich jetzt aber. Okay. Die sind voll schnell, ne? Ja, und halt voll klein. Super schreckhaft. Knapp daneben. Oh, Jagdgebiet, Taube. Jagdgebiet, Fuchs. Ja, der läuft ja auch vor mir her. Der ist auch gleich in Skauki. Jetzt geht er ins Wasser, jetzt ist er langsam. Ich krieg dich, Fuchs. Boah, hat den Kopf weggedreht in der letzten Sekunde. Oh. Nicht Büffel, Bison habe ich hier. Oh, nee. Hab ich gesehen. Voll anvisiert hat mich. Wie sind? Ja. Ein Bison. Oh, ist ein kleines Holzfällerlager. Mal gucken, was ich. Ich hab einen Fuchs. Cool. Endlich. Einmal ein Stein müssen. Schlitz ihn auf, das Kackvieh. Salzfleisch, okay. Ja, okay. Der lohnt sich nicht zu jagen. Roggenbier. 6 Fleisch, 2 Pelz. Was? Lohnt sich nicht. Das ist jedes Wildschwein. Besser. 5-mal lukrativer. Mal genau gucken. Die Esel schlafen schon. Wofür sind die Esel denn überhaupt gut? Zum Reiten oder müssen die vielleicht vereinfachen, die das Bearbeiten der Felder oder was? Für was ist das gedacht? Ich weiß es nicht. Oder zum Hacken. Ja, ein Gebäude für die Tierhaltung. Hier werden deine Esel gehalten. Toll.
Ich will mal hier oben einen ganz kurzen Lager aufbauen, ne? Vielleicht kann man mit den Eseln auch Karren machen oder so. Ah, hier steht's. Esel sind erwerbbare Nutztiere, welche als Reit- und Lastentier genutzt werden können. Ah. Ja, Eselstall können wir schon bauen. Aber dein Zuhause wird aber nicht damit gemeint, oder? Ahüg. Finde ich gar nicht lustig. Okay. Ich hab Feuer gemacht. Ich setz mich. Ich schlafe. Das ist mit SCH. Mit Y vorne. Ja. Du liegst im Bett. Oder was? Auf dem Boden, im Schnee liege ich. Ich bin weit davon entfernt, irgendwo schlafen zu können gerade. Da mach doch Holz immer schnell. Oh nee, ist Arbeit. Ich komm zu dir. So weit ist es gar nicht weg. So. Kann ich eigentlich auch Pfeile auf dich schießen? Nein. Au, nee, geh weg. War nur ein Test. Ich bin wie aufgestanden, Mann. Okay. Haben wir keinen Paragleiter oder sowas? Was kostet so ein Esel? 600. Ich glaube, ich gehe mir einen kaufen. Du brauchst erst einen Stall. Kannst das uns nicht zuweisen. Warte mal hier, bevor die nicht kommen. Wir können doch schnell hier ein paar Äxte holen. Hol die Äxte, die alle findest. Ist da einer hier? Kann er da sitzen? Sonst manchmal sitzt hier einer und den sehe ich einfach nicht. So. Stein, Hacke, Kacke machen, nehme ich mit. Da kommst du schon von da hinten. Sehe sie schon. Nimm alles mit, was du findest. Schnell! Hier gab es auch eine Kiste noch. Die ist leer. Hast du einen Eimer mitgenommen? Ja. Hier drin noch mal alles durchgucken. Schnell, 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 komm, wir kommen über die Brücke. Ja. Ich halte sie auf, ich beschieße sie mit Pfeil. Na, hier liegt nichts rum. Oh, ist hier? Nee. Ist Eisenerz auf dem Karren gewesen, das nehme ich auch mit. Boah, das will ich nämlich abhacken. Nee, also in der Mine ist nichts, was so rumliegt. Heutzutage sind die Bauarbeiter auch nicht mehr so, wie sie heute sind. Alles so gutmütig und so aufgeräumt, organisiert. Pff, kommen wir denn da hin? How is life treating you? Zeig mal deine Ware und laber nicht. Can I interest you in some of my wares? Dein Maul. Finde ich super geil, wenn die Glocke läutet. Und dann, dass die Leute wirklich dann aufstehen. Finde ich super gemacht. Oh, also die Zygfrieda, die kann irgendwie alles hier. Nimm mal mit. Ja, woran hast du gesehen? Hat sie das erzählt? Ja, wenn du immer das Gleiche sie fragst, was sie gut kann und sie hat vier verschiedene Antworten. How are you? So. Whatever you need, I've got it. Er kann noch gut handwerken hier. Und kann auch arbeiten. Ach, nimm einfach alles mit. Wir brauchen nur, glaube ich, ein bisschen mehr Häusli dann. Ein paar Häuslis. Ja, es kann sein, dass wir nicht genügend Häuser haben. Ja, müssen wir mal. Wie heißt jetzt? Ein Haus haben wir noch. Siegfrieda.
Vreda und Knie von mir. Knie. Ich leg dich über ein Knie von mir. Genau. Ein Haus hat man noch. Jetzt brauchen wir wieder neue Häuser. Wir müssen nach Nordosten. Bist du hier unterwegs? Ja. Lauf da nicht mal alleine. Lass mich doch mit, Mann. Lauf schneller. Guck dir mal in unserer Stadt an, wie viele Häuser und was da so, was das für ein Treiben ist, ne? Finde ich ganz gut gemacht. Ja. Und wir sind nicht da drin, das ist schon mal gut. Wir haben Leute, das alles richtig organisiert. Arbeiten und uns reich machen. Ja, ich wollte gerade sagen, gut organisiert. Und nur das Mindeste zum Überleben bekommen. Deswegen sind ja auch alle nicht so super zufrieden. Ja, ich glaube, wir sollten mal ein bisschen mehr Party in der Haus machen. So Koks und Nutten oder sowas wie die Männer. Also die Holzfällerin, die Schwangere, die ist glücklich. Also, ist glücklich, aber die hat zumindest die höchste Zustimmung. Ja. Wäre ja noch schöner, wenn sie nicht glücklich wäre mit dem Kind. Also wenn jemand schwanger ist und ist nicht glücklich, dann wissen wir, dass das Kind nicht von dem Mann ist, der im Haus wohnt. Oh, das war unbefleckte Empfängnis, ne? Oh, ich habe hier ein kleines Lager gefunden. Langbogen. Meins. Mehlflasche, das kriegst du immer Knete für. Richtig gut. Leder, gut. Noch mehr Leder. Noch mehr Leder. Auf zu gehen. Ich gähne so viel ich will. Sie haben doch mal noch was gelootet bekommen hier, bevor dieser Schmarotzer das alles wegnimmt hier. Ist ja gut, dass du nicht von mir sprichst. Ich habe gerade in meinem Spiegelbild geguckt. Hast du auch manchmal so kleine Mini-Lags? So ganz kurz. Nur wenn ich zu einer Stadt, also zu Piastovia komme, weil da halt viel geladen wird. Okay. Sonst eigentlich nicht. Och, Wildschweinchen. Ich mag jetzt nicht. Ja, verpiss dich. Ich guck auch nicht hin. Also, du kannst ruhig, ne? Nee. Keine Zeit. Vor allem die Äpfel, was die bringen. Null, ne? Ja. Ich weiß nicht, ey, wenn du 4 Äpfel gegessen hast im Real Life, dann bist du erstmal satt für eine gute... Einen halben Tag. Halbe Stunde für mich. Dein Magen hat auch nur ein Loch, oder? Nein. Ja, die Füchse machen aber auch schon süße Geräusche. Ja, wenn er da schießt, ganz besonders. Ich habe gerade einen Luchs erschossen. Einmal angeschossen, dann wollte er auf mich zulaufen. Okay. Wie viel gibt der dann an Fleisch? Und Pelz? Das hätte ich dir gesagt, hätte ich darauf geachtet. Oh. Hat er einen Job? Den mache ich nicht. Sind wir zu viel? Hallo? Italiener. Nein, das ist ein polnisches Spiel, oder? Ja. Also, Pole bitte, ja? Wir können eigentlich in die nächste Stadt gehen, mal ein paar Autos, ein paar Pferde klauen, oder? Ein paar Autos. Würde so passen. Komm, wir gehen mal ein paar Pferde klauen. Ja. Ist doch romantisch. Das heißt doch, komm, wir gehen Pferde stehlen, ne? So geht die Armee. Am wenigstens den irgendwie Hufeisen abreißen oder sowas. Und dann beim nächsten... Die dann verscherbeln an den gleichen... Ich hab die ja gute. Ich sehe gerade, dass sein Pferd keine Hufeisen hat. Boah, voll in den Nacken, ey. Headshot, Mother Hirsch. Boah, die Panflöte gibt 750. Beziehungsweise eigentlich die Hälfte. Du bist eins!
aber ich brauche den Pfeil. Deswegen muss ich dir die ganze Haut abziehen, Kopf abreißen und dein Blut trinken. Was? Hier, Hirsch auseinandergenommen. Ah, Hirsch. Nein. Folge dem Baum. Mist. Den hier am Baum hole ich mir. Hab den Einschlagen gehört. Das war cool. Ach man, schießt viel zu weit hoch. Ich habe noch 7 Pfeile. So, jetzt muss ich mal kurz gucken beim Hühnerstall. Sind die schon da? Ja. Ehrlich? Ja, da laufen sie. Hühnerhausen, ja? Oder müssen wir aber jemanden zuweisen? Ich glaube, dem Tierstall kann man gar nichts zu, niemand zuweisen. Aber wir sammeln die Kacke ein? Müssen wir doch nicht machen, oder? Oder doch? Doch, Tierhaltung, Hühnerstall. Ich würde sagen, sonst kündige ich hier. Ich kündige da für die Arbeit, die ich nicht mache. Was ist denn das dann? Tierhaltung. Arbeiter, wer kann denn? Ah, das ist das. Wir könnten den Koch da mal zuweisen. Oder, die Knievomir, die neue, die können wir, den neuen können wir da mal zuweisen. Wo hast du denn die Bogomila hingewiesen? Näherin. Toll. Ach, ich wollte gerade sagen, da ist sie natürlich nicht drin. Jemand mit feinen Händen, das ist schön. Teil mal ein, dass die 90% Eier macht. Und 10% noch, oder 5% Federn. Die Alte ist so geil. Ich hab sie gefragt, so bla bla bla. Ich bin sehr, sehr müde, also sehr ermüdend, das Ganze, was wir heute gemacht haben. Wie läuft's denn bei dir? Langweilig. Ich habe noch keinen einzigen Tropfen Wein getrunken. Keine Witze erzählt. Oh, ich kann dir einen erzählen. Bist du bereit? Ja, voll geil. Sie will mir einen Witz erzählen. Was sitzt im Baum und sagt A? Ah. Ein Uhu, der nicht richtig reden kann. Das finde ich so gut. Das ist ein Schenkelklopfer. Oh Gott. Ich habe gehört, dass die Nachbarn im Norden Frösche essen. Was hältst du davon? Klar! Ich probiere welche. Wahrscheinlich kotze ich gleich danach. Und ich werde es nur wissen, wenn ich welche probiert habe. Richtig? Das ist gut, die gefällt mir. Bogomila ist eine richtig gute. Die gute Route. Ja, kann die gute Route von mir haben. Na, die... Dobik Nieva, die macht mich auch schon hier an. Weil ich so gut aussehend bin, fragt sie mich, warum ich denn nicht schon eine Frau habe. Tja, dann hast du dir gesagt, sonst mal bei dir in die Hose gucken? War ein Witz. Muss nicht direkt beleidigt sein. Eigentlich müsste die mich anmachen. Ich arbeite hier in der Schmiede, ja? Andauernd. Ich schwitze hier, vielleicht ist das das Problem, aber der müffelt aber, der Kerl. Hat der Koch eigentlich mal was zu essen gemacht? Ich habe irgendwie nie was zu essen in meiner Tasche hier. Musste man im Nahrungsmittellager gucken. Ja, da ist aber auch nur Müll drin. Müll? Nein. Ladenbrot, eins hat er gemacht. Ja, wow. Ich bin beeindruckt von einem Fladenbrot. Das habe ich mir direkt einverleibt.
Das ist das mit dem Magen gewesen, ne? Genau. Ein bisschen Proteine ist ja wichtig. Das ist gut. Ich könnte aber mal gucken, was der da, wo der wieder eingeteilt ist hier. Produktion nicht eingestellt. Ja, hab ich doch gemacht, du Trottel. Ah, für Fladenbrot fehlt ihm das Mehl? Hey, wir haben doch voll viel Mehl. Was ist denn bei denen los? Das holen die irgendwie nicht. Das müssen wir, glaube ich, alles selber machen. Oder irgendwie habe ich das Gefühl, wir stellen was nicht richtig ein. Du machst wieder nicht richtig die Arbeit. Wir haben 200 Mehl im Nahrungsmittellager. Ach, das muss ins Materiallager. Also, und wer bringt das da hin? Kann das nicht irgendjemand machen, der sammelt, der die Sachen aufsammelt? Ja, wir haben halt niemand, der Mehl macht, weil keiner der Scheune zugeordnet ist. So, jetzt müsste er eigentlich hier ranklotzen, der gute Mann. Will ich hier... Hopp, hopp. Schneller. Was macht die Alte denn eigentlich? Die Alte in der Schmiede. Was produziert die? Ja, das ist die Frage. Was produziert die denn? Ich muss halt gucken, was eingestellt ist. Woran siehst du das alles nochmal? Hier... Verwaltung. Dann... Auf das Haus, zur Schmiede. Warte eine Sekunde, ich muss ganz kurz alles wieder minimieren. Wieder auf das Haus zur Schmiede. Achso, okay, auf das Haus-Symbol meinst du, ja, okay. Dann Gewinnung müsste das, glaube ich, sein. Nein, falsch. Landwirt, Tierhaltung, Produktion. Okay, Schmiede, ja. Mhm. Und Wobinjewa? Und woran sehe ich, was sie macht? Was sie macht? Bei Produktion einstellen. Hä? Nochmal. Also, muss man sie selber dazu oder nur die Schmiede? Wo macht man das denn genau? Also ich habe jetzt auf die Schmiede geklickt. Und dann klicke ich auf, und dann kommt rechts das Fenster, geht das auf und dann habe ich auf der rechten Seite nochmal so ein paar Reiter. Nein, einmal. Oben. Oben der Reiter. Genau, oben der Reiter für Produktion einstellen. Wo ist die Produktion einstellen? Ich muss gerade mal gucken, wo es ist. Also wenn ich auf die Schmiede klicke. Also ich klicke auf das Symbol Schmiede zweimal, ja? Dann öffnet sich ja noch ein neues Fenster, das meinst du, ne? Rechts, ja. Und rechts hast du oben dann die Reiter. Dann ist einmal Warenherstellung. Das ist, glaube ich, das, ne? Ach so, das hast du. In Arbeit. Dann kannst du dann irgendwie die Prozentzahl einstellen, was die machen soll, glaube ich. Ah, das hast du gemacht. Okay. Und je höher, desto wahrscheinlicher ist halt, dass es baut oder macht. Ah, okay. 1% Langbogen. Okay. Ja, können auch mehr machen. Ich guck mal, was man so machen kann, aber bringt ja alles nichts. Das haben wir, alles das ganze Material haben wir ja nicht. Ja, wir brauchen wieder Flachs bzw. Leinen. Mhm. Können wir jetzt aber erst im Frühling wieder aussäen. Da sollten wir, glaube ich, eine größere Produktion mal herstellen. Wenn der Winter so lange ist, natürlich haben wir wieder keine Ressourcen dafür. Ja, wir haben 140 Leinsamen. Also, und ich hatte ja letztes Mal das ganze Feld voll. War nur Leinsamen. Sonst nichts. Oh, der verteilt hier das Tierfutter. Er füttert die Hühner. Ach, das wollte ich auch mal sehen. Das komme ich mir jetzt mal angucken. Stimmt, der Hühnerstall. Okay, jetzt steht er nur noch rum. Jetzt bist du so spät. Das ist ja gleich. Die laufen so. Oh shit, die laufen hier einfach so rum. Jo. Ich glaube, das muss ich mal zuzäunen. Kann man die denn fest hochheben? Nicht. Shit. Wir können auch, glaube ich, warte mal, beim Eselstall können wir für 500 ein Spalier machen. Ah, das ist aber so Rankengedöns. Das ist kein richtiger.
Ich mach mal einen neuen Zaun. Aber in der nächsten Folge. Hahaha. Tschüss.